Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terror und wir zocken hier, wie es der Titel schon sagt, Civilization 2 und wir sind im Pentagon und jetzt den ersten Einsatz haben wir schon abgeschlossen auf dem Weg dahin. Ich glaube, das war der Nebeneinsatz, denke ich mal. Und jetzt wollen wir mal den Haupteinsatz hier, die Story. Zielgerichtete Beute, also. Die Black Tusks haben schweres Bohrgerät auf den Innenhof geflogen. Sie müssen diese Operation ausschalten und sie daran hindern zu bergen, was auch immer die da suchen. Dann müssen wir rausfinden, was die eigentlich suchen. Ich tue, was ich kann, um sie zu unterstützen. So, wir schauen uns mal wie immer um. Wenn es hier runter geht, ist da bestimmt auch was versteckt, oder? Ja. So, schau. Oh, siehst. Mal gucken. Oh, umschauen. Okay, hier können wir nicht hoch. Wir kommen auch nicht auf die andere Seite. Also da ist dann wohl nichts. Ne, hier kamen wir auch nicht lang. Nee, nee, alles verstellt. Alles klar. So. Security Lockdown. Ja, dann machen wir mal auf das Ding hier, ne? Kommen wir natürlich auch nicht wieder hoch. Ist ja normal, wenn das heißt, Achtung beim Runterspringen. Könnte gefährlich sein. Mal gucken hier. Ah, okay. Auf geht's. Hauptstrom offline. Setzen Sie den Schalter zurück. Denk mal, das war jetzt gerade der Schalter. Aber bevor wir das machen, plündern wir noch mal kurz alles. Ach, da ist der Schalter. Hatte ich doch richtig geguckt. Nee, das war der, wo ich dachte. Der kommt bestimmt danach. Oh, warte mal. Oh, sorry, war ein bisschen... Alles klar. So. Schalter zurück. Man muss ja mal gucken, ne? Schaltkreis überladen. Sicherung defekt. Sehen Sie sich um und finden Sie einen Ersatz. Da geht's jetzt weiter. Können wir da die Sicherung rausnehmen? Nee, gut. Dann geht's hier weiter. Müssen wir jetzt eine Sicherung finden. Eine Ersatzsicherung finden. Da bestimmt da drinnen, oder? Ja, oder? Ne? Naja, die war da drinnen. Weil jetzt steht da, wir können die Sicherung ersetzen. Gibt es hier noch was zum Erledigen, zum Gucken, zum Freischießen? Nein. Okay, weiter geht's. Wollen wir mal die Sicherung ersetzen. Kriegen wir auch keinen Schlag? Schaltkreis repariert. Strom fließt. Strom fließt. Nun zum Bohrer. Sie werden vermutlich Sprengsätze suchen müssen. Die Black Tusks haben ganz sicher welche dabei. Halten Sie die Augen auf. Machen wir doch. Runter oder hoch? Eigentlich sollten wir ja runter, ne? Aber gehen wir hoch. Was ist hier? Oh! Warte mal. Ja, ja, wir müssen hier lang. Aber wir kommen, wir gucken. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Weil wir müssen hoch und jetzt gehen wir mal runter. Mal unten schauen. Okay. Okay. Hätte ja sein können, ne, dass wir runter müssen. So hatte ich das gedacht. Also so wie halt außer mit dem... Hier mit dem orangen Pinorex. Und wir haben schon gesehen, da war eine... Gehen wir hier hinter. Machen wir gleich zwei Granaten. Okay, ist fertig. Gegnerische Kommunikation abgefangen. Reiner hier. Verdoppelt die Patrouillen und Wachen. Die Division ist hier. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir liegen schon hinter dem Zeitplan. Mach es einfach.
Ja. Das ist nicht gut. Erwarten Sie heftigen Widerstand auf dem Weg zur Uhre. Heftigen Widerstand? Na, das kann ja was werden. Aber wir sind so optimistisch, ne? Werden die beschossen oder was ist das immer, was wackelt? Munition auffüllen? Haben wir schon wieder Munition gekriegt oder was? War das schon immer voll? Nahrung? Wasser? Was hatten wir eh voll? Ein Rucksack, was war da drin? Feuerzeug. Ja, ja, gut. So. Eieiei. Guck dir das an. Da unten auch. Ah. Wird sehr interessant werden. Decken wir uns hier diese Seite ab. Links oder rechts? Ich bin ja für rechts. Dass wir rechts lang gehen und das Geschütz hinter uns aufstellen als Deckung. Als Absicherung hier hinschmeißen, wenn es geht. Nee, das fällt jetzt runter. Nee, da kommen wir nicht. Müssen wir kurz hier. Da am besten hinstellen. Den kann er auch gleich von unten ballern. Gut. Erledigt. Bleib stehen. Der hat runtergeschossen, er kommt nicht so weit, alles gut. Na komm. Oh. Oh, der hat gepasst. Der andere war zu kurz. Wieder erwischt. Die Kanaille. Ja, oder hopp. Ja, haben einen verloren. Ach, da unten ist mal eine. Drohne. Oder irgendein elektrisches Auto, nee, Drohnen. Nee, ist nicht in Zielerfassung. Kommt das Geschütz nicht hin. Na komm, guck raus. Irgendeine Drohne ist hier noch. Ach, da ist auch noch eine. Erledigt. Damit sollten Sie den Bohrer ausschalten können. Okay. Wir haben es erledigt. Bum, bum. Wackelt wieder das ganze Gebäude. So, dann gleich mal umschauen. Ging doch mit der Gegenwehr, ne? Oder wir sind so gut. Haha. Ha. Schöner Witz. Hier, elektrisches Gerät. So, schon gleich mal ein bisschen umschauen während der Übertragung. Hier ging eine Treppe runter. Ich glaube, dann kommen wir da runter. Also, ist klar, ne?
Treppe geht nach unten. Gehen wir nach... Kommen wir nach unten? Ist klar. Aber jetzt kommen wir hier zum unteren Teil. Müssten wir auch nochmal alles abchecken. Oh, Spezialmunition. Was gibt es? Schock? Nee, Explosiv. Alles klar. Gleich mal gucken. Ich höre schon wieder so ein... Hat hier irgendwo ein... ein Funkgerät sein könnte. Komm, wir gehen nochmal zurück. Den gleichen Weg, den wir gekommen sind. Nicht, dass wir uns hier verlaufen. Wasser, Nahrung. Wasser brauchen wir nicht, ist eh voll. Siehst du, sag ich doch. Und da gehen. C4. Alles klar. Die Barrikade der Backtask zerstören. 12 Meter. Das ist das hier. Aber wir schauen uns nochmal um. Ihr wisst, ich schaue mich gerne um. Gucken, ob hier irgendwo was gibt, was wir noch einsammeln können. So, ist die nächste Treppe, die nach unten, nach oben führt jetzt. Also gibt es drei Wege in dem Sinne, wo man runtergehen kann. Hier gibt es auch nochmal Spezialmunition. Nee, nehme ich jetzt nicht. Wer weiß, was das wieder ist. Kann ja sein, dass sie auch schon wieder geändert haben in der Zeit, wo ich jetzt nicht gespielt hatte in der Sommerpause. Dass die Kisten von der Spezialmunition jetzt unterschiedlich gefärbt sind. So, das hätten wir auch. Okay, dann hatte ich mich vielleicht ein bisschen... Nee, hier, da. Auf dem Radar, da ist... Hier irgendwo muss... Ach, hinter der Tür bestimmt. Alles klar. Sprengstoff legen. Na, wie groß ist sie? Yeah. Den Innenhof erreichen vom Pentagon. So, hier. Kriegt Verstärkung zum zentralen Innenhof. Wir müssen den Bohrer schützen. Verstanden, Kommand. Gedenkkerzen. Für die Toten. Jo, alles, alles plündern. Mann, das wackelt hier und wackelt hier. Gehen wir gleich mal nach. Wir gehen erstmal auf diese Seite. Okay, okay. Hier kommen wir nicht weiter? Nee. Da kommen wir nicht hoch? Ja? Nee. Okay, dann hätten wir alles jetzt hier erledigt. Hier kriegen wir nochmal Handgranaten. War das nicht so? Nee, Medipack. Alles klar. Auffüllen. Da müssen wir rüber. Oh. Keine Neustation. Den Ruf erreicht. Schalten Sie den Bohrer mit den Sprengsätzen aus. Oh. Den Bohrer mit den Sprengsätzen. Geht hier gleich gut zur Sache. Hier ist mal heftiger Widerstand. Beste wird getroffen. Ah. Was war das? Oh, 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 oh. Muss mein Geschütz rausholen. Die muss erstmal weg und dann muss der Panzer zerstört werden. Cool. Das haben wir ja gut hingekriegt. Gefickt eingeschädelt. So. Puh. War gleich mal so ein richtiger Ansturm auf einmal. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Zum Glück waren ja gleich gute Deckungssachen dabei. Können wir uns hier nochmal umschauen in Ruhe oder kommen gleich wieder Gegner? Gräber. Gibt es vielleicht auch wieder hier so ein
wie hießen die jetzt nochmal? Kommen jetzt nicht auf den Lärm, diese Scharfschützen. Mission, wo man dann salutieren, Hampelmann und was nicht alles machen muss. Ihr wisst, was ich meine. Um diese komischen Schlüssel zu kriegen, Elfenbeinschlüssel. Alles klar, so. Schauen wir mal. Das ist das, was immer so bumm, bumm. Alles klar. Das wäre erst der erste. Können wir ja schon mal aktivieren. Haben wir Zeitbegrenzung? Haben wir nicht, oder? Pumpe zerstört. Na klar, komm, Gegner. Wo am besten? Kullermine hier. Geschützt lasse ich noch. Oh, jetzt wollen sie versuchen, sie einen zu umlaufen. Die ist natürlich nicht so schön. Den müssen wir erstmal aufschalten, wenn es geht. Da. Gut, erledigt. Der andere ist wieder nach da gelaufen. Nee, treffen wir keinen. Okay. Jetzt geht er dahin. Ich glaube, da war noch ein Scharfschütze gerade am Start. Na gut. Ihr habt sie anders gebrochen. Dann machen wir es so. Der läuft rum. Da ist jetzt einer. Gut. Na komm. Kopf hoch, mein Freund. Trau dich. Du bist der Letzte. Oder waren da zwei? Hä? Ja, 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 ja. Oh. Nicht so stabil, wie ich dachte. Stabilität hat die Knarre nicht so wirklich. Na gut, mach vielleicht auch daran liegen, dass ich hier vor diesem Sprengbohrer, da dann alles mal alles wackelt hier. Boom. Sieht schon gut aus, ne? Weiß zwar nicht, was die damit bezwecken. Alles eingesammelt. Komm, guck mal hier hoch. Okay, man hätte auch hochgehen können, wo es... So viele Eckteile hier, wo man sich links und rechts durch die... da schützen kann, ist nicht. So, geh mal runter. Mal gucken, ob hier noch was ist. Aber sieht schon geil aus. Und bumm. Ja, frag mich, warum sie das da bohren. Hier nochmal kurz gucken. Zack. Dann wollen wir mal den Sprengsatz eliminieren. Da werden bestimmt auch gleich wieder Gegner kommen. Jetzt mal die Frage, bloß wo? Kühlsystem zerstört. Okay. Vertikalmotor zerstören. Mal gucken, jetzt kommen hier irgendwo Gegner von da hinten. Ist natürlich nicht so gut, wo wir gerade sind.
Okay. Suchermine raus. Da oben. Die wichtigste haben wir ausgeschaltet. Yep. Der lässt keine Fahrzeuge mehr fahren. Komm. Wo seid ihr? Kommt wieder Hubschrauber? Dann brauchen wir nach da. Achtung, ich hab's geahnt. Wollte gerade mal irgendwo hinspringen, aber hat er nicht zugelassen. Oder war ich zu langsam? Da unten ist er. Ach, er hier. Kann sich selber in der Luft sprengen. So. Hätten wir wieder alle erledigt. Ah, ist ein gelber. Den Vertikalmotor zerstören. Gute Arbeit. Wow. Command, der Bohrer arbeitet nicht mehr. Wir müssen die Arschlöcher erledigen. Alle verfügbaren Einheiten zum Abfangen. Oh oh, die landen hier oben, glaube ich. Komm, wir gehen mal da hoch, da war es doch ganz gut. Denke ich mal. Oh 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 oh. Da ist der Architekt. Den sollen wir zerstören. Jetzt machen wir mal Geschütz. Nehmen wir mal den Dicken erstmal vor. Uhu! Oh, oh. Oh. Wir brennen, wir brennen. Hat er uns runtergejachtet. Der Dreckbolzen. Ja komm, Schwachstellen treffen hier. Das macht unser Geschütz. Oder auch nicht. Ne, der steht da so verdeckt. Ach, der andere ist tot, der Dicke. Das kommt nur noch. Der Dicke, der Architekt. Kriegen wir da so? Ah, da war nicht gut gezielt. Na komm, kriegen wir nicht so? Nee, 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 nee. Okay. Na, den ratzen wir doch weg. Na komm. Köppi hoch. Gut, erledigt. Okay, es gibt einen Hochsicherheitsserver im Marineflügel. Darauf befindet sich eine Auflistung aller Projekte aus dem Pentagon. Diese Projektliste benötigen wir. Wenn ihr Zugang durch die Sperrung blockiert ist, sollte Isaac in der Lage sein, einen Sicherheitsschlüssel zu finden. Neues Sammlerobjekt bekommen. Plan B. Mhm. Alles klar. So. Eingesammelt hatten wir alles. Die haben hier nichts getroppt. Nicht mal der Dicke hat, glaube ich, was getroppt. Also ehrlich mal. Machen wir uns so eine Arbeit damit. So, mal kurz auf die Uhr schauen. Ah. Projektliste des Pentagons erlangen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Dann schaltet wieder ein, um zu sehen, wie es hier weitergeht im Pentagon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt in den Kommentaren, was euch gefallen hat, was nicht. Also konstruktive Kritik ist ja erwünscht. Ja, ansonsten abonniert den Kanal. Empfehlt mich gerne weiter und schaut nochmal in anderen Playlists nach. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Terra. Ciao.